Ah, das ist mau. Und du dahin. Du kriegst eine Kiste. Ja, die werden alle leer gesaugt von den Robotern. Und das sind gar nicht mal so super tolle Roboter. Trotzdem schaffen die das, alles leer zu bekommen. Das ist sehr cool. Okay, Kupferbasis im... Ich brauche mehr Licht. Licht, 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 verdammt. So. Kupferbasis da hinten. Darum kümmere ich mich jetzt. Ich wollte eine Blaupause machen. Dafür brauche ich eine Blaupause. Ich werde recht viele Poles bauen müssen und die in den Storage Tank schmeißen. Also in den Storage schmeißen. Mauern müssten ja schon im System vorhanden sein. Lampen nicht. Lampen werden wir auch herstellen müssen. Und in den Storage werfen. So, konnte ich Blaupausen drehen? Das ist eine gute Frage. Und Inge wollte mich gerade befüttern und ich bin weggelaufen. Jetzt müssen sie sich alle aufladen. Hier, gib her. Genau. Britzel, 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 Britzel. Strom. Strom. Blaue Tränke sind immer noch das Problem. So, wo ist mein Lager? Da unten ist mein Lager. Du, 34 Chunks of Ruby schon. Da könnte ich so tolle Schrotflintenmunition draus machen, wenn ich das nur einmal so ein bisschen polieren könnte. Das ist frustrierend. Du, rein da, rein, rein. So. Achso, genau, die Lampen sollen jetzt noch rein, die Poles sollen rein. Und die schmeiße ich jetzt nur rein, damit es nicht in meinem Inventar ist. Die da sollen eigentlich rein. Und die Lampen sollen rein. Und die Lasertürme. Eigentlich bräuchte ich noch mehr Lasertürme. Aber es ist ja gleich so eine Art Wechsel, ein fliegender Wechsel. Wir machen einmal eine Blaupause von den Türmen. Von... Von welchen Türmen? Hier. Nehmen wir mal einfach nur das kleine Ding. So. So, können wir gleich noch die Dreiermauer mit dazu nehmen. Ja, natürlich ist sie da nicht vollständig, weil... Okay, du geh mal weg. So, Licht, komm her. Licht, geh da hin. So. Das ist jetzt unsere Idee. Man braucht... 9 Mauern, 3 Lasertürme. Nee. Ich will 5 haben. Nimm mal. So. Tu die da und dahin. Und mach jetzt einen 5er breiten Blueprint. Eigentlich müsste ich es gleich so machen, dass ich 2 Pfosten nebeneinander sind, damit ich das besser markieren kann. Es artet aus, es artet aus. So, da, 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 da. Ich brauche mehr Lasertürme. Gib mir mehr Lasertürme. Und ich habe nicht genug Steinzahnräder im Inventar. Mach daraus bitte mal 300. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob die automatisch angeflogen kommen. Oder ob die überhaupt angeschlossen sind. Aber ja, mach mal. Stahl kommt, Steinzahnräder. Ein Laserturm wird beschädigt. Nein, habe ich vergessen, eine Lücke zu schließen. Wo ich reingekommen bin. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hier komme ich auch nicht durch. Überall Fabriken. So, wo? Hä? Hey. Ich habe keine Lücke gemacht. Oh Gott, es gibt jetzt die Spucker. Es gibt die Spucker. Ich glaube, ich habe euch davon mal erzählt gehabt.
Also Spucker sind Gegner, die jetzt ganz normal mit normalen Beißern zusammen spawnen. Aber es sind halt Fernkämpfer. Mobile Fernkämpfer. Die teilweise auch eine höhere Reichweite haben als die Lasertürme. Oh Gott, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Wir werden echt alle sterben. Achso, ich wollte erstmal gucken, wie Blaupausen drehen kann. Okay, wir nehmen einfach eine komplette Wand aus Lasertürmen. Hier. Und dann nehmen wir... Ich brauche noch ein Licht. Breche den ganzen Schmalleradatsch da ab. Bau Lichter. Viel wichtiger. Weihnachtsbeleuchtung und so. So, da. Dann nehme ich mein Copy-Paste-Ding. Dann fange ich bei... Keine Ahnung, wo die Mitte ist. Da an. Dann mache ich das so. Mach daraus ein Blueprint. So, und den kann ich drehen, ja. ja. Und damit erweitern wir jetzt unsere Basis. Ich weiß noch nicht ganz in welche Richtung, aber wir erweitern sie. Damit wir das Kupferfeld da hinten bekommen können, damit ich endlich meine Ruhe habe, was Chips angeht. Wobei ich das immer und immer wieder sage, und es wird niemals genug sein. Ganz einfach, das wird niemals genug sein. Selbst wenn wir diese riesen Felder da alle irgendwann aufgefressen haben, es wird nie genug sein. So, und ich muss jetzt immer auch die Roboter auch erweitern, dass sie überhaupt dahin kann in die Richtung. Ja, gucken wir mal. Roboport? Setz bitte einen Roboport hier in den Wald. Mach den da auch noch weg. So, setz den hier in den Wald, dass er Anschluss hat. Dann kriegt er noch ein paar Stromzufuhrdinger. Möglichst so, dass es auch passt ins Muster, aber da steht er falsch für. Und da stehst du falsch für und da stehst du auch falsch für. So. Robot. Da. So. Dann hätte ich gerne Licht. Jetzt muss der Baum hier weg. Und die Bäume hier weg. Es wäre echt schön, wenn es bald Tag wird. So, und dann setze ich die neue Verteidigungslinie einfach hier hin. Und dann ziehen wir sie von hier aus komplett einmal durch. Also, wir sind ja hier, denke ich. Von hier ziehen wir sie komplett einmal durch bis da. Nehmen dann das da mit. Und dann vereinigt sich die Mauer mit der Mauer von dem Kohleaußenposten. Das ist ambitioniert, das kann man ja anders sagen. Roboter, macht bitte mal alle Bäume weg. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Dass ich immer irgendwo irgendwas machen muss. Was Bäume angeht. So, weg, 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 weg. Ja, sehr schön. Skynet hat gut gearbeitet, ganz, ganz viele Construction Bots. So, nimm das, Mock. Das klang jetzt irgendwie drohender, als es eigentlich war, ne? Das ist genau das, was der Mock haben will. Ah, endlich ausbreiten können. So, der Stein muss auch noch weg. So. 23.15 Uhr, die Zeit scheint auch langsamer zu vergehen. Also zumindest wirkt die Nacht wesentlich länger als sonst. Das, da kann auch alles weg. Ich hoffe, da geht nichts kaputt. Gut. So, 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 so. So, bau bitte. Einen besseren Robo-Recharge Rate. 4x 400 Kilowatt. Der da. 4x 200 Kilowatt. Oh, bau mal so einen tollen. Den stellen wir dann irgendwo hin in der Mitte.
Dass die Roboter sich schneller aufladen können. Oder ich ersetze einfach den da. Ich glaube, das wäre sogar besser. Eigentlich müsste ich beim Kupferfeld anfangen, fällt mir gerade auf. Lass mich mal durch hier. Autosave, danke. So. Lass mich mal durch. Lass mich durch die Nacht laufen. Und zu dem Kupferfeld da hinten hin. Ja, also Mauer bis hier unten. Wo man jetzt fast nichts sieht, weil es zu dunkel ist. Bis hier. Denn hier einen scharfen Knick hoch. Und dann schließt sie da schon mit denen ab. Ja. Krass. Das heißt, ich könnte theoretisch hier die Mauer schon wieder anfangen. Warte mal. Wenn ich das jetzt so hinstelle und ich den Blueprint da drauf lege. So, ne? Warum macht er das jetzt nicht? Weil die da oben im Weg sind? Okay, dann macht das da oben bitte erstmal weg. Mach ein riesiges Loch in unsere Mauer rein. So, und setz die jetzt da wieder hin. Mach das bitte schneller. Mir ist gerade mulmig. Tink, eine Mauer. Jungs, ist nicht lustig. Okay, ich hätte vielleicht nicht die ganzen Aufträge parallel machen sollen. Und die wollen jetzt ganz, ganz, ganz viele Lasertürme haben. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich kann die ja dann woanders wieder abreißen. Nee, nicht wirklich. Schmeiß mal die Lasertürme bitte da oben rein, damit die Jungs was zu platzieren haben. Also du... hast jetzt hier Lasertürme. Dann kriegst du hier noch mehr Logistikkisten, damit sich da nicht alles mit Holz vollstopft. Und dann kriegt ihr jetzt einen richtig tollen Roboport hier zum besseren Aufladen. Swoosh, 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 swoosh. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und ein blauer Chip für mich, danke. So, und das erweitern wir jetzt so bis nach unten. So. Und dann drücke ich einfach R. Und sorge dafür, dass wir nach Westen, nach Osten gehen. Dann machen wir da das gleiche auch noch weiter. Das Problem werden jetzt echt die Türme sein. Also die da werden wir auf Vorrat. Die setze ich ja selber. Das brauchen wir gar nicht so viel herstellen. Die werden nicht das Problem sein. Die Mauern auch nicht. Also weder die Steinmauern noch die Sandmauern. Aber die Lasertürme, weil wir so dermaßen viele davon brauchen. Also bauen wir bitte durchgehend Lasertürme. Hier schon ein Knick? Ne, einen noch. Und es ist immer noch 23.15 Uhr. Ich glaube, die Uhr hat den Versionswechsel nicht wirklich gut überstanden. Heißt das, ich habe jetzt durchgehend Nacht? Ich will nicht durchgehend Nacht haben. Falls jemand da eine Idee hat, bitte in den Kommentaren schreiben. Nacht ist nicht toll. Da, da. Also wenn ich später die Basis wieder total ausgeleuchtet habe und so weiter, ist es ja okay. Dann merkt man ja fast keinen Unterschied. Aber ich kann dann gar nicht mehr rausgehen zum Beispiel. Weil es ist ja fast auf Blindflug. Jetzt ist es auch nicht wirklich so super hell hier mit dem kleinen Scheinwerfer auf dem Kopf. Da. Ja, hier wird's hell. Zivilisation. Das Muster ist falsch. Irgendwo ist das Muster falsch. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir.
Ich brauche einen Strompfosten. Da. Abbrechen, 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 abbrechen. Bauen, 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 bauen. So. Ich sehe hier aber keinen Überlapp. Oh. Ja, natürlich ist es falsch. Weil es da niemals wirklich ein... Ich habe einfach das Muster von da oben übernommen. Das Muster da oben hat aber nichts mit dem Muster da unten zu tun. Dun, 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 dun. Na gut, dann werden wir einfach hier irgendwo einen Bruchpunkt machen, wo sich die Muster anpassen. Und der ist dann einfach hier. Ja, da habe ich nicht so wirklich Hemmung mit. Das ist okay. Damit kann ich leben. Sieht ein bisschen komisch aus am Rand, aber ja. So. Das hier muss alles weg. Das da muss alles weg. Das dazwischen muss auch alles weg. So, macht mal. Ja, ich denke, das reicht doch erstmal für diese Folgen. Also ich werde halt versuchen, in den nächsten Folgen das Feld da so gut es geht zu sichern. Und das wird dann komplett bearbeitet von den Robotern. Also die Drills packen es direkt in die Kisten und die Roboter holen es direkt aus den Kisten ab. Und damit haben wir hoffentlich genug Vorrat an Kupfer, um alles Chipartige einigermaßen gut zu lösen. Und dann sollte ich auch noch anfangen mit der Automatisierung von den Science Packs da. Ne, die habe ich schon. Von den Science Packs da. Also einfach nur eine Fabrik, die Rohholz zu Wood macht und dann sich noch Stein nimmt aus der nebenanliegenden, vom nebenanliegenden Steinfließband. Das heißt, wir packen es dann irgendwo an der Hauptader ran und dann haut das soweit auch schon hin. Und dann können wir mit den beiden Science Packs und einem Forschungscenter, das dann nur mit den beiden Science Packs läuft, das andere, neuere Science Pack erforschen. Ja, aber das dann in der nächsten, übernächsten oder so Folge. Weil ich denke, das mit der Kupferbasis hier wird erstmal noch ein bisschen dauern. Also bis denn.